Und da sind wir wieder mit einer weiteren Runde Mass Effect 1. Diesmal ohne Blackhand, denn er ist nicht da. Vielleicht kriege ich ihn irgendwann mal wieder in meinen Let's Plays mit rein. Und dann ist er eventuell lauter, weil ich mir überlegt habe, vielleicht hole ich mir ja ein kleines Standmikrofon. So, damit beide schön nah ans Mikro sitzen können. Oder am Mikro sitzen können. Ich bin Ihre Führerin. Ja. Wir müssen Sarens Schuld beweisen. Was tun wir da? Wir gehen aufs Präsidium. Zum Rapid-Transit. Geht's hier lang? So. Rauf aufs Präsidium. Und zum Citadel-Turm. Genau. Dort müssen wir mit dem Rat sprechen, weil wir Sarens Schuld beweisen wollen. Wen haben wir hier? Oh, Garrus. Saren verschweigt etwas. Lassen Sie mir Zeit. Halten Sie sie auf. Den Rat aufhalten? Das ist lächerlich. Ihre Ermittlung ist vorbei, Garrus. Commander Shepard? Garrus Vakarian. Ich war der leitende Offizier der Zitadell-Sicherheit-Ermittlung gegen Saren. Sie mögen Saren nicht. Klingt, als wollten Sie wirklich seinen Kopf. Ich traue ihm nicht. Irgendetwas an ihm ist faul, wie ihr Menschen zu sagen pflegt. Aber er ist ein Spectre. Es gibt keine konkreten Beweise. Ich glaube, der Rat wartet, Commander. Viel Glück, Shepard. Vielleicht hören Sie ihnen zu. Ja, vielleicht hören Sie uns zu. Aber ich glaube, Garrus wird ein Crewmitglied. Wir sollten uns jetzt erstmal sputen. Wir müssen mit dem Rat reden. Ich will nicht, dass Saren jetzt irgendwie da irgendetwas vorhat. Wir sollten uns auf der besten Seite demonstrieren, die wir haben. Obwohl das mit Judas wahrscheinlich nicht leicht fallen würde. Aber vielleicht haben wir ja Glück. Es wurde ja erwähnt, dass wir ein Kandidat für die Spectres sind. Und wir sollten uns auf jeden Fall gut halten. Ich will ein Spectre werden. Ich brauche Macht. Hm? Wahrscheinlich ein Fehler. Die Guild-Attacke bereitet uns Sorge. Nichts lässt jedoch darauf schließen, dass Saren irgendwie darin verwickelt ist. Die Untersuchung von Citadel Security ergab keine Beweise, die ihre Anklage auf Verrat stützt. Beweise? Ein Augenzeuge hat gesehen, wie er Nihlus kaltblütig ermordet hat. Botschafter, wir haben die Eden Prime-Berichte gelesen. Die Aussage eines traumatisierten Dockarbeiters ist ja wohl kein Beweis. Diese Anschuldigungen sind ungeheuerlich. Nihlus war auch ein Spectre und ein Freund. Das hat es für Sie doch nur leichter gemacht, ihn zu überraschen. Captain Anderson, Sie scheinen immer da zu sein, wenn die Menschheit falsche Anklage gegen mich erhebt. Und das muss Ihr Protégé sein. Commander Shepard, der die Zerstörung des Senders zuließ. Was labert er da? Wir haben nichts gemacht. Der Sender hat sich selbst zerstört. Oder? Ich sag einfach mal, das waren sie, nicht ich. Denn es ist immer gut, die Schuld auf andere zu schieben. Sie haben den Sender zerstört. Dann wollten sie es verheimlichen. Die Schuld auf andere schieben, um von ihrem eigenen Versagen abzulenken. Genau wie Captain Anderson. Er hat ihnen viel beigebracht. Aber was soll man von einem Mensch auch erwarten? Tja, er ist rassistisch. Ich mag sowas gar nicht. Saren hasst Menschen, deshalb sein Angriff auf Eden Prime. Ihre Spezies muss ihren Platz kennen, Shepard. Sie sind noch nicht so weit, dem Rat beizutreten. Sie sind noch nicht mal bereit, den Spectres beizutreten. Er hat kein Recht, sowas zu sagen. Das ist nicht seine Entscheidung. Es geht hier nicht um Shepards Beitritt bei den Spectres. Diese Besprechung ist zwecklos. Ratsherr, die Menschen verschwenden ihre Zeit. Und meine. Mhm. Saren versteckt etwas hinter seiner Position als Spectre. Machen Sie Ihre Augen auf. Wir brauchen Beweise. Bisher haben wir keine gesehen. Es gibt noch eine Sache, die wir nicht besprochen haben. Commander Shepards Vision. Der Sender könnte sie ausgelöst haben. Lassen wir nun auch Träume als Beweis zu? Wie kann ich meine Unschuld beweisen mit dieser Art von Aussage? Finde ich auch.
Unser Urteil muss sich auf Fakten und Beweise stützen, nicht auf wilde Vorstellungen und Spekulationen. Haben Sie dem noch etwas hinzuzufügen, Commander Shepard? Haben wir etwas zuzufügen? Ignorieren? Sind es Ignoranten oder einfach nur Nein? Wir sollten unser Maul auch nicht so weit aufreißen, aber man kennt ja, no risk, no fun. Also, Ignoranten. Sie haben sich schon entschieden. Ich verschwende nur meine Zeit. Der Rat hat keine Beweise gefunden, die eine Verbindung zwischen Saren und Hengate belegen. Botschafter, Ihre Petition, ihn von Inspectus auszuschließen, wird hiermit abgelehnt. Ich bin froh, dass die Gerechtigkeit gesiegt hat. Dieses Treffen wird vertagt. Tja. Asari sind so oder so hässlich. Hat ja was Gutes, da müssen wir nicht ihre Hässlichkeit wieder ertragen. Es war falsch, Sie zu dieser Anhörung mitzunehmen, Captain. Sie und Saren verbindet zu viel. Nun zweifelt der Rat unsere Motive an. Ich kenne Saren. Er arbeitet aus einem Grund mit den G zusammen, um die Menschheit auszurotten. Unsere Kolonien sind gefährdet und jede Welt, die wir kontrollieren, sogar die Erde. Und woher kennt er denn Saren? Saren. Erzählen Sie mir, was Sie und Saren verbindet. Vor langer Zeit waren wir auf gemeinsamer Mission und es lief schief. Sehr schief. Wir sollten das nicht hier bereden. Aber ich kenne ihn und er muss aufgehalten werden. Wir müssen uns selbst um Saren kümmern. Als Spectre ist er fast unantastbar. Wir müssen ihn irgendwie enttarnen. Was ist mit Garrus, dem Ermittler von Zitadellsicherheit? Wir haben gesehen, wie er sich mit dem Executor gestritten hat. Das stimmt. Er bat um mehr Zeit, um seinen Bericht zu beenden. Er schien kurz davor, etwas über Saren herauszufinden. Gut, ich rede mit ihm. Eine Ahnung, wo er sein könnte? Ich kenne jemanden in Zitadellsicherheit, der uns helfen kann, Garrus zu finden. Sein Name ist Harkin. Vergessen Sie's. Sie haben Harkin letzten Monat suspendiert, betrunken im Dienst. Ich verschwende mit diesem Loser nicht meine Zeit. Das müssen Sie nicht. Der Rat soll Ihre Vergangenheit mit Saren nicht als Ausrede dafür benutzen, alles zu ignorieren, was wir finden. Shepard kümmert sich drum. Sie können Captain Anderson nicht von den Ermittlungen ausschließen. Der Botschafter hat recht. Ich trete zur Seite. Ich muss mich um ein paar Dinge kümmern. Captain, kommen Sie nachher in mein Büro. Harkin betrinkt sich wahrscheinlich gerade in Koras Nest. Ein etwas fragwürdiger Club in der unteren Ebene der Zivilbezirke. Ich gehe zu ihm. Sie sagten doch, dass er ein nutzloser Säufer sei. Es könnte trotzdem nicht schaden, mit ihm zu sprechen. Aber seien Sie vorsichtig. Man kann sich nicht auf ihn verlassen. Okay. Auf Wiedersehen. Ich muss jetzt gehen. Viel Glück, Shepard. Sie finden mich im Büro des Botschafters, falls Sie noch was brauchen. Vorbildlich plus zwei. Sowas sieht man auch immer schon gerne. Hier schon mal nicht. Wo ist denn jetzt der Rapid-Transit? So. Ja. Ah doch, ja. Ich weiß wo. Hab mich gerade nur falsch angesetzt. So. Reisen in die Bezirke. Dort finden wir mit Sicherheit... Ja, wir finden dort Koras Nest. Das ist wie bitte? Wo ist denn meine Waffe? Ich will meine Avenger, nicht meine Pistole. So. Medigil plus zwei. Okay. Das waren Sarens Männer. Kommt jetzt noch was? Nein. Okay. Dann begeben wir uns jetzt mal
In Cora's Nest. Sieht mir aus wie ein Stripclub. Yep. So, hier irgendwo ist Haken. Wollen wir uns erstmal entspannen? Ich meine, wir können Asari beim Tanzen suchen. Ah, nee, Asari stimmt. Ekelhaft. Hat er uns was zu sagen? Ich hab hier zu tun, aber nicht mit Ihnen. Naja. Nicht jetzt. Ich sehe mir die Show an. Verschwinden Sie. Ich will mich nicht unterhalten. Mein Gott. Zurück, Rex. Fist sagte, wir sollen dich erledigen, wenn du kommst. Worauf wartet ihr denn noch? Ich bin doch hier. Das ist Fists einzige Chance. Wenn er klug ist, nutzt er sie. Er kommt nicht raus, Rex. Ende der Geschichte. Die Geschichte fängt gerade erst an. Er hat recht. Aus dem Weg, Menschen. Ich habe keinen Streit mit euch. Worum ging es denn da? Wer weiß. Wir sollten uns da lieber raushalten. Haken. Gibt's hier noch was zu finden? Hier gibt es nichts mehr zu finden, glaube ich. Nein. Das war die Runde. Ach ja. Komm, Haken. Hoffentlich kotzt er mich auf meine neuen Schuhe. Allianz Militär. Ich hätte Marine werden können. Stattdessen ging ich zur verdammten Zitadell-Sicherheit. Der größte Fehler meines Lebens. Tja. Haken, richtig? Ich hörte, Sie können mir helfen, jemanden zu finden. Einen Officer von der Zitadell-Sicherheit namens Garrus. Garrus? Ja. Sie müssen aus Captain Andersons Crew sein. Will der Bastard Saren noch immer ans Leder? Ich weiß, wo Garrus ist. Aber Sie müssen mir zuerst etwas sagen. Hat der Captain Sie in sein großes Geheimnis eingeweiht? Okay, unser Captain hat ein Geheimnis. Hören wir es uns mal an. Gibt es etwas, das ich über den Captain wissen sollte? Der Captain war früher ein Spectre. Das wussten Sie nicht, was? Es war alles top secret. Der erste Mensch, dem je diese Ehre zuteil wurde. Und er hat es vermasselt. Er hat die Mission vergeigt, woraufhin man ihn rauswarf. Natürlich gibt er Saren die Schuld. Er sagt, der Turianer hätte ihn reingelegt. Er lügt. Nein, er lügt. Oder? Captain Anderson hatte eine Vergangenheit mit Saren. Es könnte sein, dass er lügt, aber was Captain Anderson erzählt hat, dass er eine Vergangenheit mit Saren hat, vielleicht kann man das nicht ausschließen, dass er wirklich ein Spectre war. Also ich frage einfach mal, was schiefgegangen ist. Warum haben Sie ihn rausgeworfen? Das müssen Sie ihn fragen. Die Details kenne ich nicht, aber es ist eine gute Geschichte. Der Fall des Helden, die klassische Tragödie. Jetzt will ich aber wissen, woher er das hat. Sie sagten, Sie hätten alles vertuscht. Wie haben Sie davon erfahren? Ich arbeite seit 20 Jahren hier auf der Zitadelle. Die Leute auf dieser Station reden gern. Geheimnisse sind wie Herpes. Wenn man sie einmal hat, kann man sie auch... Der war widerlich. Sie sind ein Schwein. Ist Ihnen eben aufgefallen, was? Sagen Sie mir einfach, wo Garrus ist. Garrus schnüffelte in Dr. Michelles Büro rum. Sie leitet die Klinik auf der anderen Seite der Bezirke. Soweit ich weiß, ist er dahin zurück. Ja, auf Wiedersehen. Ich verschwinde. Wie kann man sowas mit Herpes vergleichen? Lassen Sie mich in Ruhe. Ja, kommen Sie auf dich tot, ey. Bah, wie kann man sowas mit Herpes vergleichen? Ekelhaft. Warum hat Captain Anderson uns nicht gesagt, dass er früher Spectre war? Vielleicht stimmt es nicht. Haken ist ein Arsch. Ich wette, der spielt nur mit uns. Ja, Ashley, halt die Klappe. Keiner braucht dich. Du bist hässlich. Ekelhaft bist du. Was sagt unser Tagebuch? Garrus ist in der Krankenstation. Da gehört auch hin. Wo gehen wir denn jetzt am besten lang? Gehen wir einfach mal hier lang. Sieht mir aus wie eine Seitengasse. Hoffentlich kommt jetzt keiner irgendwo aus der Ecke gesprungen und vergewaltigt uns. Aber das ist nicht witzig, sowas. Sowas ist überhaupt nicht witzig, nein. Sowas ist nicht witzig.
Türen gehen mir eindeutig zu langsam auf. Nee. Das Wort brauchen wir nicht. Immer dieses Laden. Hier sind wir bei Half-Life 1. Aha. Ich hab's niemandem gesagt, das schwöre ich! Das war klug, Doc. Machen Sie keine Dummheiten, wenn Garrus kommt. Halten Sie den Mund, oder wer sind Sie? Lassen Sie sie gehen. Ah! Yeah! Sauberer Kopfschuss. Versenkt. Wieso hat er denn nur einen Schuss gebraucht? Wieso müssen wir denn unsere... Ah gut, kann man nicht sagen. Halbes Mal ganz gut. Irgendwie sind wieder Level up. So muss das sein. Aber im ersten Teil finde ich das cool, dass man hier schön geduckt rumlaufen kann. Man hat dann auch eine gute Präzision. Und das Beste ist, hier stehen einfach irgendwo mal Tanks rum, die man einfach kaputt schießen kann. Und schon sind die Gegner vergiftet und haben keine Lebensregeneration mehr. Peng. Reden wir erst mit Garrus und dann skillen oder skillen wir zuerst? Ich skill zuerst. So, wir haben 6 Punkte, das heißt, wir sind schon mal Level up. Okay, das habe ich anscheinend nicht mitbekommen. So, ich will auf jeden Fall meine Kampfpanzerung haben. Ich will auf schwere Rüstung gehen. Aber wir sollten auch ein bisschen Schmeicheln hochskillen. Kriegen wir nämlich immer schön Bonus auf unsere Dialogoption. Das heißt, wir können viel bessere auswählen, wodurch wir dann auch mehr vorbildlich bekommen. So, Waffenschaden natürlich auch erhöhen. Sturmgewehr würde ich jetzt nicht wirklich skillen wollen. Ich will so früh wie möglich meine schwere Panzerung tragen. Und dazu bräuchten wir noch 3 Punkte. Ich hoffe mal, die kriegen wir so schnell wie möglich. So, Garrus, was hast du zu sagen? Perfektes Timing, Shepard. Ich hatte eine freie Schussbahn. Aber trotzdem, das war ein großes Risiko, Garrus. Was hast du dir dabei gedacht? Was haben Sie sich dabei gedacht? Sie hätten die Geisel treffen können. Es musste schnell gehen. Ich habe nur reagiert. Ich wollte nicht... Dr. Michel, sind Sie verletzt? Nein, ich bin in Ordnung. Dank Ihnen. Ihnen allen. Wir sollten Sie beschützen. Ich weiß, dass diese Leute Sie bedroht haben. Aber wenn Sie uns sagen, für wen Sie arbeiten, können wir Sie schützen. Sie arbeiten für Fist. Sie wollen, dass ich den Mund halte und Garrus nichts von der Quarianerin erfährt. Was? Quarianerin? Welche Quarianerin? Vor einigen Tagen kam eine Quarianerin in mein Büro. Sie hatte eine Schusswunde, wollte aber nicht sagen, wer es war. Sie hatte große Angst und schien auf der Flucht zu sein. Sie fragte nach dem Shadow Broker. Für einen Unterschlupf wollte sie Informationen preisgeben. Und dann? Ich habe den Kontakt zu Fist hergestellt. Er ist ein Agent des Shadow Brokers. Nicht mehr. Jetzt arbeitet er für Saren. Das gefällt dem Shadow Broker gar nicht. Fist hat den Shadow Broker betrogen? Das ist dumm. Selbst für ihn. Saren muss ihm ein gutes Angebot gemacht haben. Die Quarianerin muss etwas haben, das Saren will. Etwas, wegen dem er sich mit dem Shadow Broker anlegen würde. Sie muss einen Beweis dafür haben, dass er ein Verräter ist. Hat die Quarianerin etwas über Saren gesagt? Oder die Geth? Das hat sie. Die Informationen, die sie anzubieten hatte, hatten etwas mit den Geth zu tun. Sie muss Saren mit den Geth in Verbindung bringen können. Das kann der Rat nicht ignorieren. Besuchen wir also Fist. Das ist Ihre Show, Shepard. Aber ich will Sarens Untergang ebenso wie Sie. Ich komme mit Ihnen. So, dann will ich jetzt erstmal wissen, warum er Saren hasst, wenn er mit uns kommen will. Sie sind Turianer. Warum wollen Sie seinen Untergang? Ich konnte keine Beweise für meine Nachforschungen finden, aber ich wusste, was wirklich vor sich geht. Saren verrät den Rat und er entehrt mein Volk. Er hat sich klar ausgedrückt. Wir sollten Willkommen ihn rekrutieren. An Wir sind nicht die Einzigen, die hinter Fist her sind. Der Shadow Broker hat einen kroganischen Kopfgeldjäger namens Rex auf ihn angesetzt. Ja, wir haben ihn in der Bar gesehen. Ja, Kroganer sind gut. Kroganer sind besser. Ein Kroganer könnte uns nützen.
Zuletzt soll er in der Zitadell-Sicherheitsakademie gewesen sein.